Hallo, grüß euch. Wir stehen da heute hier oben am Vorbau von meiner absoluten Lieblingsschanze in Bischofshofen. Und wir treffen nachher in Walter Hofer und Miran Depesch und dann schauen wir ein bisschen hinter die Kulissen, vor allem, worauf es da ankommt. Ja, der Schanzentisch. Hunderttausende Male bin ich da schon runtergekupft. Ja. Lässige Schanzen. Das ist der Punkt, wo sich Skispringen entscheidet. Ja. Schanzentisch, Athletendorf. Athletendorf, genau. Springerstandplatz für die Trainer. Gehen wir mal auf den Trainer, Tom. Ja. So, Thomas. Ja. Trainerstandplatz. Da, wo sich für den Trainer viel entscheidet, weil hier gibt es einem Athleten frei und wir versuchen ihm alle Informationen, die uns zur Verfügung stehen, auch dem Trainer bereitzustellen. Okay. Da sieht er die äußeren Bedingungen anhand eines Windmonitors. Hier hat der Trainer den besten Überblick vom Start angefangen über die wichtige Phase des Absprunges bis zur ersten Flugphase. So, jetzt haben wir gesehen, wie es da oben am Trainerturm ausschaut. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal um am Schanzentisch. Was ich immer schon oft gedacht habe, jetzt hast du 2,5 Meter oder 3, keine Ahnung. Was ist, wenn du da mit den Skiern bestrafst? Geht das? Theoretisch ja, wenn du sehr wenig Geschwindigkeit hast und sehr spät bist. Okay. Dann passiert schon. Das, was wir da sehen, ist eine extrem genau eingelassene Anlaufspur. Mhm. Nein, auf der Seite. Weil wir haben natürlich dem Athleten seit vielen Jahren eine Spur eingefräst, in dem Sinne, dass er sich auf den Absprung alleine vorbereiten kann. Aber seit der Zeit baut er den Sprungski nur mehr zum Fliegen und nicht mehr zum Skifahren. Und deswegen muss die Spur so genau sein. Wenn du den Schanzentisch immer flacher machen würdest, ist die Flugkurve dementsprechend zu hoch und dadurch der Landedruck zu steil. Das ist eigentlich der Bereich, den du als Athlet am wenigsten realisierst, nämlich die Absprungphase, die muss automatisiert sein, weil die findet bei einer hohen Geschwindigkeit statt. Würdest du da bewusst mit dem Auge oder mit dem Gefühl eingreifen, bist du zu spät. Das ist der Miran, alter Bekannter, selbst Olympiamedaillengewinner und er steuert unseren gesamten Wettkampf. Er steht hier bei der Jury und bei ihm laufen alle Systeme zusammen, bei ihm sind alle Informationen vorhanden. Winddaten oder und alles, was rund um der Schanze passiert. Und hier arbeitet eigentlich die Jury und hier wird entschieden, wann wir starten, von welchem Anlauf, ob die Verhältnisse gut genug sind und was noch zu tun ist, um alles richtig vorzubereiten. Das heißt, du hast jetzt einen Monitor, wo alle Windmesser mehr oder weniger erfasst werden auf der Schanze, oder? Ja, wir haben 7 Messstellen und die Daten werden dann hier präsentiert. Mhm. Auf der linken Seite von diesem Monitor sehen wir Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Turbulenzen. Das ist wichtig für die Sicherheit. Und auf der rechten Seite haben wir den sogenannten Korridor, wo die obere und untere Grenze für die Windverhältnisse gesetzt ist. Und das ist für Fairness wichtig. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat sehr viel Spaß gemacht und ihr kennt euch jetzt ein bisschen besser aus auf der Paul-Auser-Lettner-Schanze. Ich werde es jetzt auch gemütlich machen, werde aufgehen auf den Juryturm wieder und werden wir das Springen ganz gemütlich von der Seite anschauen.